Meine Damen und Herren, die Wahlen liegen gerade hinter uns und jetzt haben wir aber schon wieder eine neue Wahl vor uns. Keine Sorge, die ist nicht dieses Jahr, sondern die wird im kommenden Jahr 2014 sein. Weshalb ist das für Polch so wichtig? Es ist die Kommunalwahl und wir sind hier bei jemandem, der seit ganz, ganz kurzer Zeit nämlich nominiert ist für das Amt für die Kandidatur des Stadtbürgermeisters. Das ist kein geringerer als unser Polcher, fast schon unser Freund, von dem man kennt aus dem Kleegarten, aus vielen Festen etc., Ted Gerd Klaassen. Gerd, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Kandidatur bzw. auch zur Nominierung, die gestern sehr, sehr schön war und die auch sehr gut funktioniert hat. Mit einer absoluten Mehrheit bist du gekürt worden für das kommende Jahr. Und jetzt frage ich natürlich ganz provokant, Gerd, warum tut man sich das an? Weshalb tust du dir das an? Weshalb möchtest du Stadtbürgermeister von Polch werden? Ja, erstmal vielen Dank. Es war wirklich ein toller Abend. Ich wurde mit einer überwältigenden Mehrheit gewählt von meinen Parteikolleginnen und Kollegen. Und das freut mich natürlich besonders und es erfüllt mich auch ein bisschen mit Stolz. Aber ich sehe es gleichzeitig als eine große Verpflichtung natürlich auch an. Und warum möchte ich das machen? Es ist so, dass hier in den letzten Jahren einiges schiefgelaufen ist. Es liegt einiges im Argen. Und das sind unter anderem viele Dinge, die mir persönlich als Urpolscher auch am Herzen liegen. Und zum Beispiel Innenstadtbelebung, Familienpolitik. Und last but not least, eine gesunde Finanzpolitik. Und das ist etwas, ich denke, da müssen wir auf jeden Fall an den richtigen Hebeln mal stellen. Die Wahl ist wann? Die Wahl ist am 25. Mai im nächsten Jahr, 2014. So, und dann wissen wir natürlich auch, liebe Zuschauer, wer alles kandidiert, wer alles dabei sein möchte. Wir von 3MTV werden aber den Ted Gerd Klaassen in seiner ganzen Ideologie, in seiner Vorbereitung begleiten bis zur kommenden Wahl. Und da ist natürlich jetzt besonders eine Sache noch. Was stellst du dir vor? Wie werden jetzt die nächsten Wochen, wie werden die kommenden Monate jetzt sein? Wahlkampfmodus und was möchtest du in den kommenden in der Zeit jetzt machen? Ja, es ist so, dass wir die kommende Zeit natürlich nutzen werden, um intensiv uns erstmal in den eigenen Reihen Gedanken zu machen, was sind unsere Hauptziele, mit welchen Zielen gehen wir auf die Bürger zu, wie sprechen wir die Bürger an. Und dann muss man halt sehen, dass man wirklich in das Gespräch mit den Bürgern kommt, dass man sie überzeugt von der Arbeit, die man vorhat. Und das wird das sein, was wir jetzt auch bis Weihnachten erstmal machen werden. Das ist noch kein wirklicher Wahlkampf, es ist eigentlich erstmal das Gespräch suchen, einen gesunden Dialog führen und vielleicht die Leute auch fragen, was habt ihr vor, was liegt euch am Herzen und diese Themen aufgreifen. Heißt natürlich, jetzt bist du auch schon aber natürlich gespannt, was jetzt unsere Mitbürger hier eigentlich auch von dir erwarten, denn der Dialog wird ja jetzt wahrscheinlich sehr stark stattfinden. Ja, ich hoffe es, dass der Dialog stattfindet und ich hoffe auch, dass die Bürger auf mich zukommen und mir tatsächlich auch Fragen stellen oder auch Wünsche äußern, ne? Weil davon lebt eine gesunde Politik und ich denke, das ist auch was hier in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist. Ein gesunder Dialog mit den Menschen, mit den Ehrenämtern zum Beispiel, ne? Wir haben tolle Vereine in Polch und da wünsche ich mir gute Gespräche und da freue ich mich drauf. Die nächste Aktion, die jetzt geplant ist, offiziell, da du ja jetzt Kandidat bist, wann ist die geplant? Eine nächste Aktion gibt es eigentlich nicht. Wir werden mit Sicherheit auf dem Katharinenmarkt zugegen sein, auch mit einem CDU-Stand. Das machen wir jährlich, das machen wir immer, nur weil ein Wahlkampf ist. Aber das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und die werden wir natürlich nutzen. Wir von 3MTV werden es begleiten und werden bis zur kommenden Wahl eben auch Gerd Klaassen bei seiner Vorbereitung ihn immer wieder präsentieren. Ich hoffe, Sie begleiten uns und das war Frank Baltschuweit, 3MTV.